Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video spreche ich über die 5 Must-Have-Schuhe für Männer. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Instagram habe ich natürlich auch. Wenn du Bock hast, mal ein paar Outfit-Posts von mir zu sehen, einfach mal mein Instagram-Profil abchecken. Dort werden in Zukunft auch weitere Postings von mir kommen. Ja, Leute, heute geht es um die 5 Schuhe, die jedermann im Kleiderschrank haben muss. Ja, ich sagte haben muss. Für einen Mann habe ich, denke ich, viele Schuhe, aber es gibt so einige Schuhe, ohne die ich auf gar keinen Fall leben kann. Und die Rede ist nicht von speziellen Yeezy oder so, nein, ganz im Gegenteil. Sondern es sind diese Basic-Schuhe, die ich am meisten trage und am meisten kombiniere. So, und ich würde vorschlagen, starten wir jetzt mit dem allerwichtigsten Schuh ever, den jeder Mann haben muss. Egal ob Winter, Sommer, völlig Wurst. Die Rede ist von weißen Sneakern. Weiße Sneaker kann man wirklich zu jedem Outfit überragend kombinieren. Egal ob zum Mittag, zum Abendessen, für den Strand, zur Arbeit. Weiße Sneaker muss wirklich jeder Mann im Kleiderschrank haben. Weiße Sneaker kann man auch zum Beispiel zu Anzügen kombinieren. Hier einige Fotos von Outfits mit Anzügen und weißen Sneakern. Wie ich finde, sehr, sehr nice. Kann man tragen und vor allem gerade in der heutigen Welt muss man nicht zwangsläufig immer Anzugsschuhe dazu anziehen. Weiße Sneaker und Anzug finde ich top. Persönlich habe ich verschiedene weiße Sneaker und der absolute Klassiker, den ich jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal gekauft habe, ist der Adidas Stan Smith. Also den kombiniere ich wirklich zu fast jedem Outfit. Es ist so geil. Der Schuh geht auch relativ sauber, wenn du die Version hast, die mit Leder. Es gibt auch eine Prime-Knit-Version. Ich bevorzuge die Lederversion und wie gesagt, ohne den Schuh kann ich, glaube ich, nicht mehr leben. Und zusätzlich habe ich noch einen weißen Adidas NMD. Die Prime-Knit-Version ist auch ein cooler Schuh. Kann man nicht so gut kombinieren wie den klassischen Adidas Stan Smith, aber trotzdem ein cooler Schuh. Bisschen blöd bei dem Prime-Knit, bei der Prime-Knit-Version ist halt, dass die sehr, sehr schnell dreckig gehen. Ja, also die sind so schnell schmutzig, das ist unglaublich. Also manchmal habe ich gar keine Lust, die anzuziehen, weil ich ganz genau weiß, anschließend werden sie wieder dreckig. Aber das sind aktuell meine beiden Favorites, die ich halt ganz, ganz oft miteinander kombiniere. Und die solltest du auf jeden Fall auch in deinem Kleiderschrank haben. Next one, Sportschuhe. Ja Leute, wieder eine andere Weiße. Ich mache viel Sport und ich reise auch sehr viel. Und da sind Sportschuhe auf jeden Fall notwendig. Ich persönlich favorisiere aktuell die Adidas NMD, die habe ich auch nochmal in schwarz. Damit kann man super Workout drin machen, super drin laufen, super drin reisen, super drin wandern. Ja, so ein Allrounder, mit dem eigentlich alles geht. Und zusätzlich habe ich noch Nike Air Max, die habe ich vor längerer Zeit mal geschenkt bekommen. Auch eine gute Variante. Und ja, Sportschuhe sollten auf jeden Fall nicht fehlen in deinem Kleiderschrank. Und wenn du keine Sportschuhe hast, dann machst du keinen Sport. Das muss geändert werden, mein Freund. Also wenn du keine Sportschuhe hast, ja, kauf dir Sportschuhe, geh Sport machen, gib Gas, denn nur wer Sport macht, der kann auch sein volles Potenzial aus sich rausholen. Ne? Immer dran denken. Falls du dich generell übrigens für Mode, Styling und Outfits interessierst, dann kannst du mal den Men's Style Guide abchecken. Das ist ein E-Book rund um das Thema Styling, Outfits und Fashion. Und ich persönlich habe mir auch einige Tipps aus dem E-Book rausgeholt. Ein Gutscheincode in Höhe von 20% findet ihr in der Infobox. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 kriegt ihr 20% Rabatt auf das E-Book. Also einfach mal auschecken, lohnt sich auf jeden Fall. So Leute, jetzt werden wir ein bisschen förmlicher. Kommen wir zum nächsten Schuh. Die Rede ist von Anzugsschuhe. Ja? Egal, auch wenn du kein Anwalt bist oder kein Versicherungskaufmann oder nicht in der Bank arbeitest, Anzugsschuhe sind Pflicht. Der einfachste Weg ist hier, wenn ihr euch einfach clean, einfache und schlichte schwarze Lederschuhe kauft. Die kann man eigentlich zu allen Sachen kombinieren. Gerade bei Anzügen ist es, glaube ich, das Einfachste, wenn ihr so einen clean, schwarzen Lederschuh habt. Aber auch ein dunkelbrauner Lederschuh ist gar nicht so schlecht und kann man auch gut mit einem braunen Gürtel und mit einer Jeans kombinieren, wenn ihr den mal so in der Freizeit anziehen wollt. Also ein brauner Lederschuh oder ein schwarzer Lederschuh musst du auf jeden Fall im Kleiderschrank haben. Wenn ihr es ein bisschen übertreiben wollt, so wie ich, dann könnt ihr euch auch mal so einen Lackschuh gönnen. Den habe ich mir vor kurzem gekauft. Dieser Schuh ist von Echo. Den habe ich mir für eine Hochzeit gekauft. Finde ich persönlich auch mal ein bisschen geil, wenn man so nochmal ein Tickchen rum drauf setzt. Allerdings kann man solche Lackschuhe natürlich nicht immer tragen, ja, zu jedem Outfit oder zu jedem Anzug. Solche Schuhe kann man halt eher so ein bisschen für besondere Veranstaltungen oder für eine Hochzeit nutzen.
By the way, ich packe natürlich auch Links zu den Schuhen in die Infobox rein. Also falls du gerade aktuell ein neues Paar Schuhe suchst, ja, dann gönn dir gerne. Links findest du in der Infobox. So Leute, kommen wir jetzt zum nächsten Schuh und ich muss sagen, es ist persönlich aktuell mein absoluter Favorit. Ich liebe diese Schuhe einfach, ja. Die Rede ist von Chelsea Boots. Ich habe mir gerade zwei neue Paar Chelsea Boots gekauft. Und das Coole an Chelsea Boots ist einfach, dass man die so einfach und flexibel kombinieren kann und die ein Outfit, ein generelles, ein ganzes Outfit einfach nochmal so ein Stückchen aufwerten. Chelsea Boots kannst du ganz elegant und ganz schick anziehen zu einem Anzug oder zu einer schlichten karierten Hose. Aber man kann Chelsea Boots auch tragen, wenn man zum Beispiel so ein bisschen rockiges Outfit mit Lederjacke und Jeans und dazu Chelsea Boots anzieht, geht natürlich auch. Also Chelsea Boots aktuell meine absoluten Favoriten. Ich habe mir aktuell zwei neue Paar gekauft, unter anderem diesen beigen Chelsea Boot habe ich bei Goerz gekauft, hat so ungefähr 90 oder 100 Euro gekostet und das wird in diesem Herbst auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsschuh werden. Ich sehe es schon kommen, ich weiß es schon. Ja, der ist nicht nur super bequem, sondern er passt auch gerade aktuell cool zu meinen neuen Outfits. Zusätzlich habe ich mir noch einen weiteren Chelsea Boot gekauft und zwar einen schwarzen Lederschuh von Gant. Der hat so 180 Euro gekostet, aber ich muss sagen, dieser schwarze Chelsea Boot, der ist einfach so wichtig in meinem Kleiderschrank. Wie ich es eben schon gesagt habe, man kann ihn zum Anzug kombinieren, schicker kombinieren oder auch rockiger kombinieren. Der Schuh ist einfach Gold wert. Bei der Form des Schuhs müsst ihr ein bisschen darauf achten, wenn der Schuh ein bisschen spitzer zuläuft, dann ist der Schuh natürlich etwas eleganter und wenn der Schuh etwas runder vorne ist, dann ist er natürlich ein bisschen sportlicher. So, als letztes kommen wir jetzt zu den Casual Office Schuhen. Da sind wir jetzt nicht ganz so förmlich wie bei den Anzugsschuhen, aber trotzdem sehr schick. Ihr könnt da zum Beispiel Budapester nehmen, Monkstrap nehmen, einen Double Monkstrap oder halt auch einen klassischen Wildlederschuh, ja. Ihr könnt dann natürlich auch ein bisschen Farbe wählen oder halt einen Schuh, einen schlichten Wildlederschuh mit zum Beispiel farbigen Schnürsenkeln, geht auch ganz gut. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich supporten würdet auf YouTube. Abonniert gerne meinen Kanal, ja, da würdet ihr mir einen großen Gefallen mit tun. Ihr bekommt 20% auf den Men's Style Guide. Nicht vergessen, den Link, den Gutscheincode packe ich in die Infobox rein. Und ansonsten schreibt mal gerne bitte in die Kommentare rein, welcher Schuh aus dem Video euch am besten gefallen hat. Ja, da bin ich mal gespannt. Ansonsten gibt es bald viele, viele weitere Videos von mir. Denkt dran, Support ist kein Mord. Und ich sage bis dahin, tschö, Monsieur.